Ich stelle Filztiere her aus der Schafwolle. Das ist reines Schafwollvlies. Ich mache das nach Fotovorlage gerne, sodass es richtig individuell gemacht werden kann. Also uns ist wichtig, dass wir die eigene Wolle von unseren Schafen verwenden können. Da wissen wir, wo es herkommt, wie sie gelebt haben, wie sie geschoren werden. Wir produzieren das also selber, waschen, kardieren die Wolle von Hand und dann wird daraus eben das Produkt hergestellt. Wenn jemand seinen Hund abgebildet haben will oder Katze, Pferd, je nachdem, schickt er mir Bilder von allen Seiten von dem Tier, das gefilzt werden soll, damit ich dann möglichst genau das Tier abbilden kann. Also wir haben beide, meine Frau und ich, das Talent für die handwerkliche Arbeit entdeckt. Und das Schöne ist, dass das nicht ganz dasselbe ist. Sie war dann eher auf der Filzseite mit dem Nadelfilzen und mir hat die Bearbeitung von Leder eben sehr viel Spaß gemacht. Ich schaue, dass ich mein Leder hier aus der Gegend herbekomme. Für Gürtelleder geht das relativ einfach, weil hier 50 Kilometer entfernt noch eine Gerberei ist, wo ich mein Leder eben selber bei der Gerberei hole. Für die Punziersachen ist es etwas schwieriger, weil ich da ein relativ spezielles Leder brauche, das eben nicht jeder Gerber gerbt. Aber das kommt auch aus Deutschland und da lege ich schon sehr viel Wert drauf, dass das so regional wie möglich eben ist und dass ich weiß, wo die Sachen herkommen und ich weiß, dass Gerberei hier eben nach den Umweltschutzbedingungen eben gemacht wird und nicht irgendwie das Abwasser dann abgeleitet oder so.